Lassen Sie mich vorstellen, das ist Priester Benedikt und er muss eine Pilgerreise unternehmen. Selbst auf Reisen möchte er die Heilige Messe außerhalb der Kirche feiern. Das bedeutet, dass ein Altar unverzichtbar ist. Aber wie kann man so einen großen Altar mitnehmen? Die Lösung wurde bereits vor vielen Jahrhunderten gefunden. Nicht größer als ein Schuhkarton ist dieser Altar aus einem Eichenholzkern. Beschlagen ist er mit groben Schmelzplatten und geschnitzten Reliefs aus Walrosszahn. Der Altar ist gerade in seinen kleinen Details bewundernswert. Schauen Sie nur auf die Füße in Gestalt langhalsiger Drachen. Und wenn Sie unter den Altar schauen, können Sie seinen Boden mit geometrischen und pflanzlichen Ornamenten erblicken. Die geschnitzten Tafeln stellen 12 Apostel dar, jeweils 4 an den Längs- und 2 an den Kurzseiten des Altars. Die Oberseite besteht aus einer von Bischof geweihten Natursteinplatte. In dieser Steinplatte aus grünem Serpentin ist ein Behälter eingesetzt. Er enthielt damals eine Reliquie, also den Überrest von Körper eines Heiligen oder eines Gegenstandes, der damals verehrt wurde. Rings um das Mittelstück des Altars sind 4 Medaillons mit Evangelistensymbolen und jeweils 4 Bäumen und Paradiesflüssen zu erkennen. 2 Figuren flankieren den grünen Altarstein. Die beiden Gestalten, Abel mit Lamm und Melchisedek mit Brot und Wein, sind alttestamentliche Vorbilder des Messopfers. Der Altar sollte nicht nur kompakt aussehen, sondern auch für die Messe gut passen. Er musste ausreichend groß sein, um das vorgeschriebene Abstellen des Miniaturkelches mit dem Wein und der Schale mit den winzigen Broten zu ermöglichen. Nun wird klar, dass die Idee der Mobilität und der Möglichkeit, die Heilige Messe zu jeder Zeit und an jedem Ort zu feiern, überhaupt nicht neu war. Also, gute Reise!